Gut, dann einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Live Trading bei FX Flat. Und um die Uhrzeit kann es eigentlich nur mit Thorsten Hellwig sein von Forex Pro Systeme. Mein Name ist der Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Ich freue mich, dass wieder so viele dabei sind, aber nichtsdestotrotz natürlich auch hier an der Stelle einmal den Risikohinweis. Diese Veranstaltung dient nur zu Schulungszwecken. Bitte das Webinar nicht als Handelsempfehlung verstehen, auch wenn der Thorsten vielleicht einen Live-Trade macht heute. Und am Ende müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Ganz wichtig, wie immer an der Stelle, auch am letzten Webinar hier mit Thorsten zusammen im Jahr 2018. Gut, dann sage ich auch nochmal offiziell guten Morgen, Thorsten. Und wenn du soweit bist, dann übergebe ich sehr gerne den Bildschirm und wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Moin. Wie, ich soll jetzt, ich verstehe das nicht ganz, live handeln. Wir sind hier an der Börse. Hier geht es ums Geld. Ich habe Angst. Brauchst du nicht. Bis heute hast du ja auch alles gut gemacht. Also kannst du einmal noch. So, was nochmal? Ich habe dich gerade nicht gehört. War nicht wichtig. Fang einfach an. Okay. Alles klar. Dann muss ich doch erstmal was dazwischen funken und muss sagen, das ist nicht das letzte Webinar mit mir. Ich habe auch nicht gesagt nur mit dir, sondern mit FX Flat und mit dir. Ach so, okay. Also wir machen heute Nachmittag noch und am Donnerstagabend, wenn ihr möchtet, ich kann gleich mal versuchen, den Link rauszusuchen oder ich schicke Nelson, dann packt er den vielleicht in Nachfassmail. Wir machen am Donnerstagabend noch ein Jahresschlusswebinar, ein Abschlusswebinar, wer möchte, kann er gerne dabei sein. Ich weiß die Uhrzeit jetzt gar nicht, aber ich glaube um 5, 17 Uhr oder so. Ah, das Nelson bestimmt belegt. Ich habe noch keine Infos bekommen. Da warte ich ja noch drauf. Ja. Dann bekommst du die gleich. Dann kannst du die da mit reinpacken. Ich packe den Link hier gleich mal rein, wenn du nichts dagegen hast, mein Lieber. Und dann schicke ich. Dann schicke ich dir den Link, dann darfst du dich auch anmelden. Juhu. Ja, aber da ich Veranstalter bin, klaue ich dir dann auch das Mikro. wir haben gestern einen sehr, 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 sehr turbulenten Tag erlebt. Also ich jedenfalls. Wir haben am Freitag haben wir uns im DAX ein herrliches Szenario rausgesucht. Das stimmt nicht, es war nicht am Freitag, es war schon am Donnerstag. Ich blende den DAX ganz bewusst noch nicht ein, sondern erst den Euro. Weil sonst brauche ich ja hier keine Fragen stellen. Dann kann ja jeder ablesen. Ne? Das wollen wir ja nicht. Wer hat denn die ganze Geschichte ein bisschen verfolgt? Wer weiß denn, was wir auf dem Deckel hatten? Was war unser Plan im DAX, mit dem fange ich heute mal an. Na, Long reicht mir nicht. Einer hat aufgepasst. Ein einziger. Der zweite, der Peter hat auch aufgepasst. Okay. Genau, wir hatten einen einzigen Plan und der hieß, obwohl alles auf Long gebürstet war, war unser Plan, wir gehen im DAX an die 10.750. Zack, da ist der Link. Wir gehen an die 10.750. Und von der 10.750 gehen wir hoch. Ich würde jetzt den Euro ganz gerne
den Euro ganz gerne jetzt hier im Moment im Blick behalten. So, jetzt habe ich meine Brille gefunden. Wir begrüßen den Anstieg zum Verfall aus COT-Daten. Okay, da gehe ich gleich mal drauf ein. Ich mache mal da mal ein Fähnchen dran. Den hier würde ich ganz gerne im Blick behalten, weil wir hier unten jetzt im Moment eine dicke, fette Linie haben mit einem schönen Widerstand. So, diese Nummer, die würde ich heute früh handeln. Idealeinstieg wäre hier im Bereich 1.1327. Wir haben es gerade auf Facebook öffentlich gepostet. Solange wir die Webinare öffentlich machen, werden wir auch unsere Szenarien öffentlich posten. So, jetzt gucken wir uns das ganze Spiel hier einmal an, bevor wir auf den DAX gehen. Wir können uns ja nur auf eins konzentrieren. Sehe ich jedenfalls, weil ich bin Männchen. Ich weiß, hier sind ja auch ein paar Damen anwesend. Die haben uns natürlich unheimlich was voraus und können mehrere Sachen auf einmal. Nennt man Multitasking. Ich kann es nicht. Also, ich muss, um diese Geschichte hier zu handeln, brauche ich jetzt zwei Möglichkeiten. Wir haben neulich die ganze Geschichte mit Nelson zusammen im Webinar auseinandergepflückt vom 14. November. Ich hoffe, der ein oder andere war dabei, hat sich das ganze Spiel angeguckt, wie wir diese Kombination aus unseren Zielbereichen und mit Euro pro handeln, wann, wie, wo wir einsteigen. Und wenn wir uns die Geschichte hier angucken, gibt es für heute nur eine Richtung. Ich gucke mal, ob ich den jetzt hier finde, da den Euro H1. Wir befinden uns immer noch in einem intakten Abwärtstrend. Durch diesen Absturz hier am 14., durch diesen Absturz hier befinden wir uns in einem Abwärtstrend, aber wir haben, wenn wir die Richtung ganz grob sehen und das hier als kurze, als letzte Aufbäumen oder als letzte Korrektur sehen, haben wir hier das Hoch, diese rote Linie, die wurde gebrochen, bestätigt und damit sind wir in jetzt nach Definition, Bewegung, Korrektur, befinden wir uns in einem Aufwärtstrend in einem intakten Abwärtstrend. Und der sollte nach Möglichkeit jetzt hier nicht tiefer gehen als 29. 29 war gestern dass der Entry-Wert, den gestern gelesen, ich gucke mal, ob ich das jetzt bei mir finde, Ideal-Entry für die Long-Position war gestern, zack, na komm, so, bup. Das ist vom Freitag. 1,1295 wäre gestern, nicht 29, sondern 95. 1,1295 wäre gestern die ideale Kaufmarke gewesen. Die hatte sich gestern nicht geholt. Er war im Tief bei 29. Heute Morgen haben wir hier die 29 bzw. die 26 als ideale Kaufmarke. Und dazu brauche ich jetzt entweder das Verlassen von dieser Range nach oben, kurzer Rücklauf an unsere Wolke, damit ich hier eine Aufwärtstrenddefinition habe und long handeln darf. Alternative wäre hier jetzt ein Fehlausbruch aus dieser Range, das heißt ein Spike nach unten und den Rücklauf nach oben und wieder da rein. Ansonsten muss ich so lange an der Seitenlinie stehen bleiben. Ich muss eins vorweg sagen. Wir haben am Freitag dreifachen Hexensabbat. Wir haben den letzten Verfallstermin für dieses Jahr. Dieser Termin wird meistens sehr ernst genommen. Ja, Ulrich, deswegen darauf begründet auch mein Optimismus im DAX. Nur darauf.
Ah, jetzt kommen die aus dem Spotmarkt um die Ecke, den ich nicht handle. Dann muss ich mir das hier angucken, okay. Wir haben, ja, das Gap ist ja noch nicht so doll, ne? Oder? Ich erwarte hier einen Fehlausbruch nach unten, hier einen ganz kurzen Spike durch diese, durch meine, unsere Fibo-Ebenen unten durch. Wir sind ja an der 61 bzw. 66, genau unser Bereich. Da dümpelt er jetzt rum, macht den Dreifachboden. Er muss jetzt entweder mit einem Spike hier runter mir eine Umkehr zeigen, nach Möglichkeit jetzt um 8, damit ich eine Chance habe, hier schon zu longen. Wenn er es nicht tut und einen Schlusskurs hier drunter macht, kommt für mich erst das Szenario hier unten zwischen der 31 und der 27 zum Tragen. Hier dazwischen. Das ist dann das Einzige, wo ich mir gegen dann gegen den Trend ein Entry suchen würde. Gegen den Trend heißt, wir bewegen uns dann hier in einem sicheren Abwärtstrend und ich würde mir hier eine Aufwärtsposition suchen. Gegen den Trend, aber erst dann, wenn ich hier einen Fehlausbruch habe, eher nicht. Nikolaus, gut, dass du mir das sagst. Ja, meine Zielbereiche fangen an der richtigen Stelle an. Die laufen jetzt genau eine Stunde und die sollen sie jetzt auch laufen. So. 58. Und da haben wir den Schlamassel. Gut, dass ich noch nicht gelongt habe. Der begibt sich jetzt ganz sauber Richtung Süden. Und jetzt mache ich die Kerzen mal ein bisschen größer, damit ich da nicht alleine drauf glotze. Weil in einer Minute ungefähr kriegen wir den Schub. In irgendeine Richtung. Kriegen wir den Schlusskurs jetzt wieder oberhalb von der 39,4 in einer Minute. Dann haben wir eine faire Chance, da schon zu longen. Wenn der Schlusskurs jetzt da drunter bleibt, suche ich mir die erste Long-Position hier im Bereich 1,1331 bis 1,1327. Diese Minute warten wir noch ab und dann schauen wir auf den DAX und dann erkläre ich euch das Szenario, was wir im DAX gehandelt haben und auch das Szenario, was wir handeln wollen, weil ich weiche davon noch nicht ab. Zack, Schlusskurs da drunter. Jetzt muss ich warten, bis er an der 31 ist, beziehungsweise an der 26. Und dann muss ich auf das gleiche Szenario warten. Das heißt, ich brauche hier unten zwischen der 31 und der 26 brauche ich jetzt entweder eine Umkehrformation in 5 Minuten, sowas hier. Besser sogar so eine Kerzenformation hier. Alternative ist, oder besser ist sogar noch ein Fehlausbruch ganz kurz unter die 27 hier, ganz kurz so bis an die 25 und dann eine Umkehrkerze. Diese würde ich benutzen, um gleich nach oben zu starten. Hier in diesem Bereich gibt es für mich zu wenig zu tun, weil selbst wenn ich jetzt shorten würde,
Das Short-Szenario wäre hier in diesem Bereich eventuell machbar gewesen. Das habe ich nicht genutzt. Hier diesen Bereich, den gucken wir uns gleich mal um 1 Minute an, ob das überhaupt gegangen wäre. Dieser Bereich oder dieser. Das hier war selbst mir zu früh. Wenn hier nach Euro Pro was gegangen wäre, hätte man mit engeren Stops, nämlich über der 47, bei der 44, also mit 4 Punkten Stop reinkommen können und bis zur 31 hier runter durchhandeln. Wenn ich mir jetzt einen Entry suche, muss ich im Bereich 40 irgendwo rein, habe bis 31, 27 oder 31, also 9 Punkte bis 12 Punkte Luft und muss meinen Stop auf die 45 legen. Also 7 Punkte Risiko zu 9 Punkten Ziel, das ist mir zu schwach. Der Mirko hat es gemacht. Mirko ist so ein kleiner Frühaufsteher, so ein kleiner. Okay, den behalten wir mal im Blick. Oder ihr könnt ihn auch mit dem Blick behalten. Einfach hier im Chatfenster schreien, wenn er da runterläuft. Dann werfen wir mal einen Blick auf den DAX, wenn es recht ist. Da. Der DAX. Da gehen wir mal auf den Stundenchart. Da, diese Nummer. Und da hat er jetzt etwas getan, was seltsam aussieht. Ich habe hier 10 DAXe liegen, fertig hinterlegt für eine Long-Position. Und zwar über der 61,66, wenn er die nach oben jetzt dynamisch durchballert hier, dann haben wir eine faire Chance, auf jeden Fall erstmal bis da hoch zu gehen, bis an die 10.820. Wenn wir an der 10.820 landen, hier oben haben wir einen sauberen Trendwechsel im Stundenchart im DAX und dann haben wir auch Luft bis zur 10.900. Die Jungs im DAX, die DAX-Händler sind darauf aus, den DAX nach Möglichkeit nicht unter 11.000 verfallen zu lassen. Es gibt dafür ein sogenanntes Open Interest, wo man sieht, wo die größten Positionen liegen, wofür die Händler, die auf den Schein setzen, der ideale Punkt wäre. Der Idealpunkt liegt viel zu hoch, der wäre bei 11.400. Aber wenn man sieht, was der DAX so zwischendurch macht, traue ich dem auch zu. Er hat ja noch den Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, hat er noch 4 Tage, also bis Freitagmittag hat er ja noch Zeit, nach oben durchzustarten. Und das sind ja bloß noch 700 Punkte bis da hoch. Durch 3 Tage werden jeden Tag 150, 160 Punkte. Wir haben schon Tage gesehen, dass er 300 Punkte hoch, 300 Punkte runter und wieder 300 Punkte hoch. Also an der Börse ist alles möglich. Auch das Gegenteil hat Costolani mal so schön gesagt. Also für Freitag war mein Szenario, dazu gehe ich mal ein bisschen höher im Bild, so, für Freitag war mein Szenario, dass wir gesagt haben, wir kommen von hier oben. Kann man das erkennen? Oder ist es zu klein jetzt? Hallo? Okay. Nie, wenn mir keiner mit mir redet. Also, wir kommen von hier oben und ich wollte genau diese Abwärtsbewegung hier mit dieser Formation, jetzt kann man es besser sehen, mit dieser Formation beenden. Man sieht hier sauber, er kommt von oben. Wir haben dort ein Tief bei 10.756 und am Freitag haben wir gesagt, wir sollen bis an die 10.000, am Donnerstag haben wir gesagt, die 10.750 hier, diese Marke,
Die wollen wir haben und eine Umkehrformation, bevor nicht da unten gewesen ist, würde ich diese Nummer nicht long handeln. So, aus diesen Gründen, da wir haben hier diese erste Aufwärtsbewegung von diesem Tief, da. Wir haben hier die 61,8 und hier die 66, deswegen durfte dieser Bereich hier angelaufen werden. Dort brauchte ich eine Umkehr, um direkt zu longen. Wir haben diese Nummer short gehandelt, kann man im Blog bei Dirk, bei uns, auf Facebook, überall kann man es nachlesen. Wir geben so eine Sachen vorher bekannt, bevor wir die handeln. Ja, okay, wir wollen bis zur 10.750, bei der 10.750 gehen wir direkt long, was wir am Freitag dann auch gemacht haben und da runterballern lassen und haben, na komm. Hallo, da. Und haben dann am Freitagvormittag dieses Ding hier sauber umdrehen können und dann ist er hochgelaufen bis knapp über die 10.900. Dafür war für mich mein Szenario komplett klar, dass das sauber aufgeht. Wir haben Punkt A an der 61,866 sauber gedreht. Wir haben richtig Luft geholt und wir haben, wenn ihr jetzt mal auf das Bild guckt, wir haben linke Schulter, Kopf und rechte Schulter und haben damit eine saubere inverse SKS, die man schön handeln kann. Den Fibo habe ich jetzt nur mal reingenommen, damit ihr seht, warum ich das gemacht habe. Den nehme ich wieder raus, weil wir haben da dann die Nackenlinie für diese inverse Geschichte. Man kann es auch noch auf 30 Minuten, auf 15 Minuten noch runterbrechen, hat man das gleiche Szenario. Das heißt, der hätte Minimum bis hier hochlaufen können, bis an die 11.000. Und das war auch mein Plan, bis knapp unter die 11.000. Dann vielleicht nochmal zurücksetzen, um dann durchzuziehen, weil das Ziel aus dieser Geschichte, falsche Linie, Nackenlinie auch weg, super. Ich bin reif für den Winterschlaf, merkt ihr das? Und dann gehen wir direkt über in die Frühjahrsmüdigkeit. So. Und dann hätten wir da nämlich genau das passende Ziel, was noch lange nicht vom Tisch ist. Wir haben bis Freitag Zeit. Da hätten wir das passende Ziel, wenn diese SKS gehandelt werden sollte, die allerdings hiermit schweren Schaden erlitten hat. Hier, mit dem Move gestern darunter, das hier ist noch im Toleranzbereich, das Tief hier dann gestern Nacht oder gestern Abend hätte nicht sein dürfen. Da dieses Tief gestern Abend um 9 hätte nicht sein dürfen. Das hier wäre noch im Toleranzbereich, aber wir haben die Schlusskurse, haben wir komplett über diesen Zwischenhoch. Ihr seht das? Und die 10,660 hat gehalten. Das ist die letzte Hürde. Die 10,660 sollte halten, muss halten. Wenn wir die nach unten durchhandeln, sind alle Long-Szenarien vom Tisch. Dann dürfte auch unten die 10,570, 10,580 keinen Halt mehr bieten. Und dann, guten Nacht, Marie. Dann gehen wir ab in den vierstelligen Bereich. Den vierstelligen Bereich habe ich eh eingeplant in der Geschichte, aber vorher sollte er bitteschön die Runde nach oben machen, um die Optionshändler und die Banken nicht zu arm zu machen. Also ich erwarte wenigstens nochmal einen Rücklauf bis hier hoch an die 11.000. Das wäre schon die untere Grenze, aber die Emmas sollten hier wenigstens nochmal getestet werden und unser Fibo sollte hier nochmal angelaufen werden. Die Nackenlinie sollte vielleicht nochmal getestet werden. Wenn wir hier nach unten durchziehen, sind alle
Long-Szenarien vom Tisch und die Bullen kapitulieren endgültig, was man von den Jungs eigentlich so nicht gewohnt ist. Plan für heute, Möglichkeiten für heute. Ich habe, zack, um es nicht zu verpassen, habe ich mir hier drüber, nur zur Erklärung, über die 61.866 habe ich mir 10 Dachse hingelegt, um mich einstoppen zu lassen, da oben drüber. Wir wären auch, wie man sieht, 25 Punkte Stop, mehr lasse ich nicht zu, Take Profit bleibt offen und 33 Punkte, weil wir kommen ungefähr hier bei der, na, kommt immer mein Alter, bleibt alles irgendwo hängen, also die Brille am Mikro und so. Also Entry wäre hier ungefähr bei zwischen 50 und 55 und er muss hier oben drüber, er muss einen Schlusskurs und muss da oben drüber gehen, damit er den Stop-Break-Even zieht. Solange er nicht da oben drüber marschiert ist, will ich auch nicht Break-Even. Und hier sind wir dann über die 33, 35 Punkte. Wenn er dieses Hoch, dieses Doppeltop hier anläuft, dann muss mein Stop Break-Even. Und hier schreit einer nach Euro Pro. Und das können wir, das Szenario klar, was ich auf dem Plan habe. Mann, seid ihr alle. Geht doch. Okay. Wie gesagt, ich habe das jetzt am Stundenchart, habe ich hier die Position reingepackt. Die Nummer kann man noch ein bisschen runterschrauben im 5 Minuten. Und dann sagen, okay, hier hätten wir über diesem Hoch hätten wir einen Trendwechsel. Da oben drüber. Das heißt, man könnte rein theoretisch diese Nummer auch handeln, wenn wir einen Schlusskurs da oben drüber haben und dann einen Rücklauf. Aber wir brauchen einen Schlusskurs da drüben, oben drüber. Das hier war ein Fake. Und Alternative für die vorsichtigen Händler da oben drüber. So, das sind die beiden Marken, die gehandelt werden können. So, jetzt schauen wir uns den Euro mal an. Fünf Minuten, na, was habe ich gesagt? Wir brauchen einen Fehlbruch, also einen Fake nach unten. Und jetzt haben wir eine schöne, kräftige Kerze. Wir brauchen hier eine Umkehrformation. Das meine ich übrigens mit einer Umkehrformation, wenn ich sage, die brauche ich hier unten. Wäre mir lieber gewesen, nach dem Schlusskurs hier, wäre es mir lieber gewesen, diese Umkehrformation hier unten zu haben. Je tiefer ich reinkomme, desto billiger wird es. Auch hier muss ich jetzt ans Eingemachte gehen, was er mir aber gleich optisch schon erledigt, der Junge. Das war eben noch nicht der Fall, aber jetzt. So, diese Nummer gucken wir uns jetzt zum 1 Minuten an. Jetzt sind wir genau an diesem Schwächepunkt, den viele Euro-Pro-Händler haben. Wir haben hier ein paar anwesend. Das heißt immer, das letzte Hoch der Abwärtsbewegung sollte gebrochen sein. Wo ist denn jetzt das letzte Hoch der Abwärtsbewegung? Legt mal ein Fadenkreuz drauf und sagt mir mal eine Marke. Wir haben hier ein Tief, wir haben da ein Hoch und hier ist er durchmarschiert. Viele machen den Fehler und sagen, okay, das hier ist das letzte, bei 40,4 ist das letzte Hoch der Abwärtsbewegung. Nein,
Das ist es nicht. Das ist das erste Hoch der Aufwärtsbewegung, nicht das letzte Hoch der Abwärtsbewegung, sondern das erste Hoch der Aufwärtsbewegung, was aber erst mit dem neuen Hoch hier bestätigt ist. Da haben wir das Tief. Ein höheres Tief als da und hier haben wir jetzt ein neues Tief und jetzt scheitern wir im Moment wieder an dieser Nummer. Unsere Wolke kriegt einen sauberen Schnitt. Und jetzt warten wir, wenn dieser Schnitt vollzogen wird, warte ich jetzt auf den Rücklauf. Viel lieber immer den Rücklauf abwarten. Viel lieber wäre es mir, wenn er jetzt hier hochschießt, noch ein Stück weiter und dann den Rücklauf. Da, wir haben das Hoch über diesem Hoch. Jetzt den Rücklauf abwarten und jetzt lege ich meine Long Stop Order da oben drüber, das war zu knapp, scheiße. Jetzt hat sich das Ding schon geholt. Ich war zu geizig. Ich hätte die höher hinlegen sollen. Also die Order gehört über diese rote Kerze. Eine Long-Stop-Order und die sollte hinterhergeführt werden mit einem Punkt Abstand über dieser Kerze. Weil dann wird er immer ein Punkt über der letzten Kerze hinterhergeführt, bis sie ausgeführt wird. Jetzt war ich zu knapp und er hat sie sich gleich gegriffen. Okay, dann ist das so. So, der Stop liegt ganz gut unter dem Tief, den lasse ich auch da liegen. Den Take Profit, den nehme ich raus. Aber ich werde ihn Break-Even ziehen, wenn wir diese Nummer anlaufen. So. Warum mache ich das? Wir sind mit unserem Jahresziel lange durch, auch wenn das jetzt am Freitag und gestern überhaupt nicht so geklappt hat, wie es klappen sollte. Also nur mal so zum Hintergrund. Wir haben auch bei Dirk in der Facebook-Gruppe ein bisschen drüber diskutiert. Freitag, Donnerstag und Freitag, die Long-Position hatte ich aufgestockt auf 150 DAXe von 57 kommend. Wir waren über der 9, also kann man sich grob ausrechnen, wo die Position gewesen ist. Es gab für mich keinen Grund, die glatt zu stellen, weil das die Chance bestand, nach oben durchzulaufen. Ich habe von dem, was er mir am Freitag eingespielt hat, auch viel wieder in den Markt zurückgegeben, aber es war verschmerzbar und die Nummer gestern war einfach so nicht zu sehen. Wo ist jetzt das letzte Hoch der Abwärtsbewegung? Okay. Das letzte Hoch der Abwärtsbewegung ist da. Nachvollziehbar? Joachim? Wenn das letzte hochgebrochen ist, dann immer, gut, dann immer den Rücklauf abwarten. Immer. Immer den Rücklauf und dann die Long Stop Order über die erste Korrekturkerze legen, mit einem Punkt oben drüber, automatisch hinterherführen lassen mit Period Low High, hinterherführen lassen und dann das Ding mitnehmen. Na komm.
Jetzt muss ja langsam Musik reinkommen. Wo ist dein Stopp und dein Ziel? Mein Stopp liegt genau unter diesen Tiefs, 10 Punkte Stopp. Und mein Take Profit habe ich rausgenommen. Erstmal mein Ziel, das erste Ziel liegt hier bei der 59, dann 15 Punkte. Und dann muss ich mir das Verhalten hier oben angucken. Schießt er durch die 59 durch, ist mein Stopp auf liegt mein Stop auf jeden Fall Break-Even, dann ist alles gut. Und wenn er nicht durchballert, dann muss ich überlegen, ob ich vielleicht einen Teil glattstelle und die Position einfach rausschmeiße, weil ich dann mein Tagesziel im Sack habe. So, wenn er jetzt einen Schlusskurs über der 47 macht, würde ich meinen Stop wahrscheinlich manuell schon hinterherziehen und unter dieses Tief, beziehungsweise auf jeden Fall unter die 39, um mein Risiko schon mal zu minimieren. Dazu brauche ich aber jetzt einen Schlusskurs da oben drüber. Darüber sollte er ballern und dort schließen. Aber Nelson hat ja darauf hingewiesen, das ist meine Sichtweise. Also jeder ist seines Glückes Schmied. Ihr müsst selber darüber nachdenken, ist das richtig, was man da macht oder nicht. Keine Handelsempfehlung. Jeder für sich. Okay, ich will den Augenblick mal nutzen für die paar Leute, die uns vielleicht noch nicht kennen. Wir sind eine Gruppe von Europro-Händlern. Das, was ihr auf dem Schirm seht, ist unser Hauptregelwerk, was wir handeln. Wir versuchen zusammen zu analysieren und wir handeln alle ein Regelwerk, um unser Tagesziel zu erreichen. Mit Europro, was ihr hier gerade seht, erreichen wir unser Tagesziel sehr oft morgens vor 9 Uhr. Das heißt, wenn nachher die anderen Händler im Markt kommen, sehen wir zu, dass wir schon wieder verschwunden sind aus der Marke, aus der Nummer. Das heißt, wenn wir jetzt hier hochgehen an die 45, dann haben wir es an die 55. Keine Brille auf, Mann, weil die immer am Mikro hängen bleibt. An der 59, wenn wir oben an die 59 laufen, haben wir unser Tagesziel. Unser Tagesziel liegt bei 12 bis 15 Punkten. Und wenn wir das erreicht haben, dann hat man schon mal eine Grundlage für den Tag. Wenn ich die jetzt kurz vor 9 erreiche, würde ich sogar darüber nachdenken, meine Position ganz eng abzusichern oder zu schließen, um mein Tagesziel morgens rechtzeitig zu realisieren. Alles andere, was wir machen, ist on the top. Das heißt, der DAX ist nicht für unser Haupteinkommen zuständig, obwohl er dieses Jahr sehr, sehr viel dazu beigetragen hat. Wir haben, oder ich jedenfalls, mehr Geld aus dem DAX gezogen als aus dem Euro. Kann ja auch mal passieren. Aber als Lebensgrundlage für das konstante, regelmäßige, tägliche Geldverdienen, was ja jeder irgendwo braucht, ist der Euro und das Regelwerk hier nach Europro. Hätten wir nicht warten müssen, bis wir im M5 über die 44,5 sind. Also meine das erst dann. Long ist übergeordnet. Ja, hast du vollkommen recht. Gucken wir uns das an. Darüber brauchen wir ein Hoch, um einen Aufwärtstrend zu haben. Das haben wir jetzt erst. Um einen Aufwärtstrend zu haben, brauchen wir ein Hoch dort oben drüber. Das, was wir hier jetzt gemacht haben, war der Fehlausbruch hier unten, dass er in Zielbereiche versucht hat, kaputt zu machen, was ihm aber nicht gelungen ist. Deswegen habe ich diese Position darüber eröffnet, um den Aufwärtstrend, den wir hier haben, fortzusetzen. Nach Europro aufstocken, erst wenn wir nach
dem 5 Minuten nach dem übergeordneten Chart einen sauberen Aufwärtstrend haben. Den haben wir noch nicht. So, noch Fragen dazu? Ganz kurz gucken, was der Junge die letzten Tage gemacht hat. Wir haben hier unser Dow Pro, was nach einem bestimmten Regelwerk auftritt. Und das hat, hier hat es sehr gut funktioniert. Hier hat es, sag ich mal, mittelgut funktioniert. Und gestern hat es nur verkehrt rum funktioniert für die, die es handeln. So. Der Junge hat erstmal hier oben wieder kapituliert. Und jetzt gehen wir wahrscheinlich nochmal an das Armtief. Wie gesagt, die 10,660 nach unten sollte halten. Dass er jetzt hier nochmal bei der 10,670 oder so nochmal einen Doppelboden macht, ist jetzt nicht zu ungewöhnlich. Wenn der nach unten durchgehandelt wird, wie gesagt, dann sind die Szenarien komplett erledigt. Dann schmeiße ich mein ganzes bullisches Szenario komplett über den Haufen. Wenn das Spiel hier so weitergeht, kann ich das Szenario auch gleich über den Haufen schmeißen. Nicht mein Tag. Also wenn das so ist, gestern lag ich schon sehr daneben mit meiner DAX-Long-Geschichte. Und wenn das hier jetzt heute auch nicht funktioniert, dann gibt es immer zwei Möglichkeiten im Kopf. Entweder sehe ich im Moment einfach Sachen nicht, die ich sehen müsste, um sie zu erkennen. Wenn ich einen falschen Blick auf den Markt habe, dann spielt mein Kopf mir irgendwo einen Streich. Und wenn ich merke, dass ich dann nur Haue kriege, so zwei, dreimal hintereinander, dann ist meine Birne wahrscheinlich falsch unterwegs. Und wenn dem so ist, dass meine Birne nicht richtig tickt, dann muss ich mich aus dem Markt verkrümeln. Oder mein Regelwerk passt nicht zu dem derzeitigen Chart, also zu dem derzeitigen Markt. Und wenn mein Regelwerk und der Markt nicht zusammenpassen, habe ich genau das gleiche Problem, dann habe ich hier im Markt auch nichts zu suchen. Das merke ich aber erst dann, egal welches von beiden Szenarien die Rolle spielt oder was der Verursacher ist, das merke ich erst dann, wenn ich zwei oder dreimal daneben liege. Wenn ich aber zwei oder dreimal daneben gelegen habe, dann muss ich die Reißleine ziehen, muss sagen, okay, nicht mein Markt und ich verkrümel mich. Das heißt für mich hier, diese Euro-Position jetzt, selbst wenn die hier unten ausgestoppt wird, ist überschaubar. Würde ich trotzdem an meinem Szenario festhalten, hier unten so eine Muster, hier unten dazwischen würde ich trotzdem den gleichen Weg suchen, die gleiche Nummer probieren, um dann nach oben zu ziehen. Allerdings gehe ich mal davon aus, dass dieser Bereich hier unten jetzt doch ziemlich Halt bietet und nach oben abdreht. Genauso sehe ich das hier. Mal gucken, ob der das wieder packt. Wir müssen immer damit rechnen, diese Moves, nehmen wir mal den von gestern, gucken wir uns diese Geschichte mal an. Das ist der gestrige Tag. Baff, baff, baff. So, dieser Move hier runter, der muss nicht dafür da sein, dass die Bären gewinnen, sondern der kann auch dafür sein, um einfach die anderen Bullen dort abzuschütteln. Bevor er nach oben durchzieht an die 11,2 oder so was. Das sind ja immerhin 500-600 Punkte und diesen Move will er nach Möglichkeit ohne uns kleinen Fuzzis hier im Markt machen. Das Ding kann auch solche Nummern nach unten, so ein Squeeze nach unten, kann auch dafür da sein, um die Optimisten, also die Bären erstmal abzuschütteln, die Bullen erstmal abzuschütteln, die schon auf dem gleichen Zug sitzen, um sie nicht unbedingt mitzunehmen. Das passiert auch gerne so wie jetzt hier in der Früh.
Und zwar muss ich dafür mal die Zeitebenen durchschalten. So, hier hätten wir das Gleiche. Hier haben wir dieses Zwischentief. Das war knapp unter der 10,7. Das war auch erlaubt. Diese Nummer durfte sein. Und genau dieser Bereich zwischen 10.700 und 10.660 ist jetzt umkämpft. Woher kommt der? Dieser Bereich kommt von unserem angepeilten Tief da 76,4, letzter Haltepunkt hier unten. So, und dieser Bereich durfte sauber angelaufen werden. Aber jetzt sollte er auch Halt bieten und die Nummer nochmal wiederholen. Und wenn er das wenigstens jetzt macht, dann starten wir da und sind dann auf jeden Fall, also wenn er diese Aufwärtsbewegung, die er da gemacht hat, wenn er die jetzt nochmal macht, sind wir hier an der 11.000 von der 76,4 aus gestartet, sind wir hier trotzdem an der 11.000 und deswegen strotze ich noch vor Optimismus. Okay, viel mehr gibt es zum DAX nicht zu sagen, auch zum Euro. Beim Euro gibt es immer nur diese Kombination, so wie ich es im letzten Webinar mit Nelson vor einer Woche oder vor 2 Wochen, weiß gar nicht, wie lange das her ist. Ich sehe Nelson schon die Finger anlecken und im Kalender blättern. Ups, 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 ups. Nein, das war der 5. Dezember, wenn ich mich nicht täusche, Richtig, aber ich schaue nochmal nach. richtig. Ja. Haben wir noch ein paar Pips im Sack? Genau. Da haben wir diese Vorgehensweise, dieses Regelwerk ganz genau erläutert. Wir haben es ganz genau erklärt, wie wir so eine Kombination handeln. Auch hier jetzt, deswegen habe ich auch oben mein Take Profit rausgenommen, weil wenn die Nummer oben, da wo mein Stop automatisch Break-Even gezogen wird, hier oben, wenn diese Nummer nämlich zügig durchgehandelt wird, dann kann ich die hier in dem Rücklauf nämlich aufstocken. Dann habe ich ein sauberes, ganz sauberes Euro pro Setup. Wenn er hier oben in diesem Bereich nachher eine Korrektur angibt, dann kann ich diese Korrektur sauber durchhandeln und kann die Position hier aufstocken. Die Frage, die aufkam, wie komme ich auf die 1,15? Die wurde vorhin gestellt. Das ist jetzt nicht so gut. Ich nehme mal alles raus. So. Und wenn ich mir die hier nehme, dahin, dann habe ich hier diese Abwärtsbewegung, diese komplette Abwärtsbewegung hier und damit hätte ich hier mein erstes Ziel sogar verfeinert, 1,1512, um dort mein minimales Ziel zu haben für das, was ich erwarte. Aus der letzten Abwärtsbewegung hier von 1,1443 kommend. Richtig interessant wird das dann, wenn wir hier einen Schlusskurs da oben drüber kriegen. Da oben drüber einen Schlusskurs hier, dann haben wir richtig Musik drin. Oh, okay. Der Junge hier gibt gerade richtig Gas. Gut, ne? Einmal unten abgeräumt, um dann, zack, 50, 60 Punkte zu machen. Volle Granate. So.
Jetzt sind wir hier im Stundenchart an der Emma angekommen. Nein, in 5 Minuten an der Emma angekommen. Diese Emma sollte jetzt bitte schön nachgeben und dann kann er nach Möglichkeit ziemlich zügig nach oben laufen. Wir haben gestern gelongt, ja. Wir haben die Positionen drinne. Und haben hier die auch drin. Das ist ein Referenzkonto, ein Präsentkonto. Hier haben wir gestern Abend angefangen zu longen, als er die Kehrtwende gemacht hat. Hier gestern Abend haben wir auch im Blog sauber beschrieben. Und diese Position, die stocken wir hier oben sauber auf, wenn er uns jetzt hier nicht einen Strich durch die Richtung macht. Aber das ist das, was ich meinte. Da muss ein kräftiger Bullenkonter kommen. Die müssen Vollgas geben, um jetzt zu zeigen, okay, Jungs, pass auf, wir sind noch da. Wenn das jetzt so kommen sollte und die Eröffnung um 9 Uhr genauso durchzieht, volle Granate bei der Eröffnung gleich Vollgas gibt, dann war das jetzt typisch nur so ein Abschütteln der Bullen, die schon da sind. Und sagen, pass auf, wir gehen die Strecke, aber wir gehen sie ohne euch. Wie gesagt, aufstocken will ich erst hier oben, da kommen 10 Dachse dazu, dann sind das immerhin schon mal 25. Und erst hier oben über der 8, da oben werde ich dann Vollgas geben. Das heißt, aufstocken, dann, wenn meine Positionen weit genug im Gewinn sind, wir haben ja 10,7 unten gestartet. Habt ihr gerade gesehen, 10.702, sowas in diesem Bereich haben wir die Long-Position gestartet. Wenn wir dann oben über der 10,8 sind, sind wir 100 Punkte vorne und dann kann ich massiv aufstocken. Nehmen wir mal ein Beispiel, das war die meist gestellte Frage. Nehmen wir mal das Beispiel, wenn wir jetzt hier oben drüber ballern sollten, da oben drüber, hier durch und dann den Rücklauf. Dann kann ich mit Stops knapp darunter arbeiten. Das heißt, meine Stops können auf 10.770, 10.760. Da bin ich noch mit 40, 50 Punkten Stop dabei. Von 10,7 komme ich. Das heißt, die unten sind 60 Punkte vorne. Das sind 20 Dachse, die sind 1.200 vorne. Also kann ich die Position dort oben aufstocken. Könnt mitschreiben, dann könnt ihr es nachher nachrechnen. Das heißt, wenn ich da oben im Bereich 10,8 reingehe, 10,8 gebrochen, Rücklauf an die 10,8. Wer es nicht versteht oder nicht verständlich ist, müsst das mir sagen. Hier haben wir die Linie, wir gehen durch die 10,8 durch. Nicht mal die 10,8, da 10,77. Wir gehen durch die 70 durch, ist meine Position mit 20 Dachsen 70 Punkte vorne. 1.400. 1.400 Euro haben wir auf dem Deckel. So, jetzt geht der hier durch, kommt zurück und wir stocken hier im Bereich 10,87 auf. In dem Fall würde ich meine Stops auf 10,67 legen, bei 10,87 aufstocken und Stops auf 10,67. Die von unten kommen 10,7, die Stops liegen auf 60, also 60 Punkte vorne, 1.200 vorne. Wenn ich oben drüber jetzt aufstocke, gehe ich mit dieser aufgestockten Position 20 Punkte ins Risiko. Die von unten kommen, sind 1.200 Euro vorne. Die von oben gehen 20 Punkte ins Risiko. 20 Punkte ins Risiko heißt 1.200 durch 20 ist 60. Das heißt, ich darf dort oben 60 Dachse oben drauflegen, wenn meine Margin das hergibt. Dann darf ich 60 Dachse da oben drauflegen und würde mit der Gesamtposition plus minus null rausgehen, wenn das Ding durchgeht. Also, um einen kleinen Gewinn zu kriegen, würde ich wahrscheinlich 40 Dachse, 45 dort oben draufpacken, 45 Dachse drauf, dann bin ich insgesamt mit 65 Dachsen unterwegs
ohne dass ich mein Money Management verletze, weil mein Stop bleibt im Gewinn. Damit gehe ich nicht mehr ins Risiko, gar nicht mehr. Ich kann mein Konto damit nicht killen oder sonst irgendwas. Ich gehe nicht ins Risiko und bin mit einem kleinen Konto, mit einem relativ kleinen Konto, mit einer riesen Position unterwegs. 65 DAX, nehmen wir mal von der 10,8. Wir brauchen nur hochgehen bis an die 11.000, die ja eigentlich prädestiniert ist. Dann kommen wir da oben 200 Punkte mit 65 DAX an. Das könnt ihr euch jetzt mal ausrechnen. 65 DAX, 100 Punkte sind 6.500 und 200 Punkte, wenn wir an die 11.000 gehen sollten, 13.000 und das aus dem Konto mit 2.500 Euro, kann man so eine Position sauber durchhandeln, wenn man die Eier in der Hose hat, so eine Nummer dann auch durchzuhalten. Ich weiß, mein Freund Carsten ist hier irgendwie, der hat die Eier. Sorry, wenn ich das so sage, aber dazu braucht man wirklich auch mal den Mumm, da mal hinzugucken und sein Regelwerk wirklich durchzuhalten. Nur so eine Position, die retten einen auch mal über so eine schlechten Zeiten, wenn man einen Tag nach dem anderen 300, 400 Euro versemmelt, dann hat man dieses Polster dafür und dieses Polster, gute Polster, die einen entspannen und entspannt handeln lassen, die schafft man sich mit solchen Positionen. Das war jetzt nur eine grobe Erklärung. Dieses Beispiel werde ich in unserem Club, in unserem Paternoster Club nochmal als eins der ersten Webinare Anfang des Jahres im Januar oder Februar nochmal auseinanderpflücken. Zu der Frage Paternoster Club, was ist das? Paternoster Club ist unser, ich mag den Begriff zwar nicht, aber in Gänsefüßchen, unsere Elite-Club von Forex Pro-Händlern. Dieser Club ist auf 120 bis 150 Mitglieder begrenzt, je nachdem, wie viel davon aktiv sind. Diese 150 Mitglieder maximal bezahlen einen einmaligen Jahresbeitrag und haben in diesem Jahresbeitrag alle unsere Online-Leistungen inklusive, alle Webinare inklusive, können Wunschthemen äußern, die wir auseinanderpflücken, PowerPoints erstellen, etc. und den Webinar erklären. Wir haben bevorzugten Support binnen 48 Stunden über das Ticketsystem, per Telefon, per Fernwartung, etc. und 20% gibt es auf Software und bis zu 20% auf Seminare und Traderwochen. Grundvoraussetzung ist der Besitz einer Euro-Pro-Lizenz, weil es macht ja nur Sinn in einem Club und in einer Gruppe, die sich gegenseitig hilft. Hier ist der Community-Charakter ganz nach vorne gestellt. Macht ja nur Sinn, dort mitzumischen, wenn ich auch weiß, was die Leute dort machen, wenn ich verstehe, was die dort machen, das Regelwerk kenne und auch das Regelwerk mithandle. Deswegen ist eine Lizenz Grundvoraussetzung. Wer da Interesse dran hat, kann sich gerne an uns wenden. Nee, nur dein Ton ist schlecht, mein lieber Lutz. Ich hatte dich zweimal deswegen angeschrieben. Hubert, einfach anrufen. Du hast meine Handynummer, also melde dich einfach. Wie hoch ist der Jahresbeitrag für den Paternoster Club? Der erste Jahresbeitrag für dieses Jahr errechnet sich aus unserer Analyse und aus unserem Servicepaket. Das Servicepaket kostet mal 600, unsere Analyse kostet 200 und der Service dazu insgesamt im Paket einmalig für das komplette Jahr 1049 Euro. Dort sind alle Online-Leistungen und Support. Man kann uns Chartbilder schicken. Man bleibt, auch wenn das arrogant klingt, man bleibt in der Betreuung. Ich behalte die Kunden selber in der Betreuung. Das heißt, man kann mir Chartbilder schicken, bitte nicht 25 Stück, sondern ausgearbeitete oder durchgearbeitete Chartbilder, die kann man uns schicken, Telefontermin machen und dann pflücken wir die komplett gemeinsam auseinander. Bitte immer die Chartbilder schicken, die ihr selber nicht versteht oder wo man unschlüssig ist, habe ich jetzt alles richtig gemacht oder habe ich das falsch gemacht. Das machen wir dann gemeinsam. Okay.
Und schon sind wir an dem Punkt angekommen, wo ich sage, mir reicht's. Wir haben hier diesen Move nach unten, wir haben jetzt diesen Move nach oben. In der Regel ist es so, dass er hier an der Emma richtig eine geballert kriegt. Das werden wir jetzt gleich sehen, in 10 Minuten oder so, die Eröffnung. Wenn die einen Schub nach oben bringt und die Emmas kaputt macht, dann haben wir es geschafft. Dann haben wir das bullische Szenario perfekt. Drückt er nach unten durch, dann muss diese 10,660 halten. Stops für alle mittelfristigen Long-Positionen gehören da drunter mit Luft. Mit Luft. Okay? Neues Hoch MM1. Ja, mein lieber Uwe. Ich weiß. Ich habe ja einen zweiten Schirm. Da haben wir ein neues Hoch. Und jetzt können wir mal gucken, wie das hier in 5 Minuten aussieht. Ne? Du hast das hier nur um 1 Minute. Wir haben auch in 5 Minuten hier ein neues Hoch. Wenn der Schlusskurs jetzt da oben bleibt. Ich habe gerade was klingeln gehört im Hintergrund. Ich habe es geahnt. So. Und diesen muss ich jetzt da drunter ziehen. Das war jetzt unglücklich, diese Geschichte. Okay. Mal gut, dass nur 10 Dachse waren. Und da will ich Break Even. Okay. Im 5-Minuten-Chart, zack, haben wir ebenfalls ein neues Hoch, genau an diesem Zielbereich. Und wir haben genau aus dieser Bewegung auch die Fibus-Abgabe. Das heißt, er darf jetzt nochmal zurück bis hier runter. Er darf wieder bis an die 44 locker. Und dann sollte er nach Möglichkeit nach oben durchziehen. Also, wenn jemand Punkt A Interesse hat, am Webinar teilzunehmen, Link habe ich reingepackt. Wir machen am Donnerstag das Jahresschlusswebinar. Dieser Link gilt auch für das Nachmittagswebinar heute Nachmittag. 15.15 Uhr gucken wir gemeinsam nochmal auf die Charts, was aus dem heute Vormittag geworden ist und wie wir die letzten Tage eventuell handeln können. Morgen sind keine Webinare. Und dann am Donnerstag haben wir nur ein Webinar. Wir nennen das immer Glühwein-Webinar. Mal gucken, wie wir das gestalten. Wahrscheinlich mit einem Glühwein. Und dort die Jahresabschlussveranstaltung. Wer dort Lust hat, vielleicht gibt es auch ein paar Goodies, ein paar Weihnachtsgeschenke. Vielleicht gibt es ein paar Gutscheine oder sonst irgendwas, falls sich jemand bis zum Jahresende noch entschließen sollte. Ansonsten sage ich mal, fragt uns, wenn ihr mitmischen wollt. Es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur Dumme, die nicht fragen. Mit uns kann man über alles reden, wenn der Umsatz stimmt. Ne, Nelson? Ja, wenn du das sagst. Aber wenn es Geschenke gibt, dann komme ich auf jeden Fall auch. Ja. Fußballschuhe. Ja, sehr gut. Okay. Damit bin ich auch mit meiner Nummer hier ziemlich durch. Wie gesagt, die Jungs, die jetzt hier mitgehandelt haben oder mithandeln, denkt dran, hier oben die 59, dort ist das Tagesziel drin. Wenn er das jetzt kurz vor 9 holen sollte, werde ich diese Position hier oben direkt eng absichern, um eventuell mein Tagesziel rauszunehmen. Wir sind hier mit einem sauberen Stop, also mit einem sauberen Risiko rein. Auf jeden Fall geht mein Stop jetzt da schon mal hin. Dann bin ich nur bei 5 Punkten Risiko. Und dann kann ich auch entspannt abwarten, bis da oben passiert. Wenn der Markt wilde Sau spielt hier und mir gar nichts lässt, dann werde ich da oben meine Position glattstellen und werde mich für heute aus dem Markt verkrümeln. Dann ist gut. Dann habe ich aber mein Tagesziel drin. Meine 12, 15 Punkte habe ich dann drin. Ja, ich weiß, ich habe hier nur mit 0,5 gehandelt. In der Regel handle ich
auf meinen Standardkonten mit 3 Lottometern meine 12 Punkte habe, sind das 360 Dollar und damit kann ich auch den lieben Gott einen lieben Mann sein lassen heute. So, und damit will ich mich auch jetzt verabschieden und sagen danke, dass ihr da wart. Wenn ihr Bock habt, kommt heute Nachmittag einfach wieder oder kommt uns einfach Donnerstagabend nochmal besuchen. Heute Nachmittag heißt es nochmal Skypen mit System und Donnerstag heißt es dann wie bis gleich. Am Donnerstag heißt es dann Glühwein-Webinar. Bringt bitte Glühwein mit und dann bereden wir den Rest am Donnerstag Nachmittag. Ich sage danke an Nelson, dass ich hier ein bisschen rumtun durfte und wenn wir haben ja nur eine ganze Webinarreihe dieses Jahr weg. Ich weiß gar nicht, wie viel wir gemeinsam gemacht haben. Es waren bestimmt 15, 16 Webinare. Nelson kann mich gerne verbessern. Eine Menge, ja. Ich sage mal, wenn es euch gefallen hat, sagt es weiter. Wenn irgendwas scheiße war, dann sagt es mir. Ich würde mich freuen, so ein Resümee oder so ein Feedback, müsst ihr nicht mir, kann auch Nelson irgendwie schicken, so ein Feedback nach einem Jahr zu kriegen. Was sollten wir besser machen, was sollten wir anders machen, um euch auch nächstes Jahr zu begleiten. Ich glaube, der Webinarplan für nächstes Jahr mit Nelson steht schon so ziemlich fest. Das Jahr ist durchgetimt. Würde mich freuen, wenn wir dazu das ein oder andere Feedback kriegen. Und damit verabschiede ich mich, sage tschüss, tschüss, moin, moin, euer Thorsten. Ja, Thorsten, an der Stelle möchte ich mich aber auch bei dir bedanken im Namen von FX Flat für die gemeinsame Zusammenarbeit. Jetzt im Jahr 2018 hat sehr viel Spaß gemacht, insbesondere mir auch hier in den Webinaren. Und ich bedanke mich natürlich auch bei den Teilnehmern. Verzeiht es mir, wenn ihr schon gestern zugehört habt bei Dirk. Aber ich wünsche natürlich euch allen jetzt eine Woche vorher natürlich schöne Festtage. Den einen oder anderen werde ich ja bestimmt nicht mehr hören bzw. lesen. Von daher feiert schön mit eurer Familie, genießt auch mal die Zeit ohne Börse und ja, kommt auch gut ins neue Jahr. Thorsten, wir hören uns ja noch und von daher wünsche ich noch einen erfolgreichen Handelstag, noch eine schöne Woche und hoffentlich dann bis zum nächsten Jahr. Vielen Dank, tschüss zusammen.